Ich habe ja hier irgendwas mit Schieß und da wahrscheinlich das Brötchen dazu. Machen wir mal auf. Okay, so eine Art Brötchen, Toast oder keine Ahnung, was das sein soll. So. Also ich denke mal, dass der Cheese für das Brötchen ist, weil hier ist der Schokoladengrün. Genau, das ist dafür, genau. Und ich habe halt die Peanut Butter. Okay. Nee. Warte, nee. Erst quetschen. Ach, man muss ja erst quetschen. Quetschen. Ah, und so macht man es auf, okay. Genau. Oder nimmst du halt nur die eine Kante da, ist egal. Das dauert eine Weile. Ja, 15 Minuten musst du da unten kochen. Das andere, die Gericht. Also ich bin ja kein Käseesser, also wer weiß, ob das überhaupt schmeckt. Oh, ja, so sieht der Käse aus. Ich werde davon jetzt einfach mal ne, man kann es aber essen, also. Das muss man essen können. Und der Brot ist, er hat einen süßlichen Geschmack, finde ich. Ja. Was hast du da? Peanut? Mhm. Peanut Butter drauf. Willst du hier mal ein Stück haben mit Käse? Nee. Wieso nicht? Isst du kein Käse? Ja, nee, aber ich muss sagen, geht. Und deins ist ein Keks oder was? Nee, dann musst du mir so einen Cracker geben. Mach es. Bei Jungen. Deswegen, also hier. Kannst du da mal das Brot kosten? Nee, du willst das Brot. Genau. Ja, nicht so viel, nicht so viel. Erdnussbutter. Ja. Auch der Keks, der schmeckt irgendwie nach Erdnuss, oder? Kann das sein? Das ist ein Cracker.
Meine ganzen Hände sind voll. Waren hier nicht irgendwo Tücher zum sauber machen? Ja. Creama Non-Dairy Dry Coffee. Ah, für Kaffee. Mhm. Ein Creamer ist das, da kommt in Kaffee. Ah, krieg mal. Streichhölzer sind auch dabei. Kann das sein, dass das hier vielleicht doch Zigaretten sind? Werden wir gleich sehen. Aber ich glaube nicht. So. Latex-free, moist, towelette. Ich denke mal, das ist das Tuch. Mhm. Ja. Was haben wir hier? Salz, Zucker und 2 Kaugummis. So, mach ich das mal. Ah ja, siehst du, das ist das Reinigungstuch. Ja, Reinigungstuch ist neutral, riecht nicht. Also kann der Soldat dich nicht von Weitem riechen. Der Feind. So. Achso, wolltest du jetzt hier mal mit Käse was haben oder ist du wirklich kein Käse? Papa, kannst du mir ruhig machen. Verteilt. Wie das aussieht. Ja, ja, das Brot ist ein bisschen weich. Amerikanischer Käse. Erdschmelzkäse halt, ne? Aber man kann es essen, also. Ja. Ich finde es sogar lecker, also erstaunlich. Also Brot ist echt, nee, danke. Ich hab hier Käse. Ja, ja. Erdnussbutter muss auch sein. Das heißt, oh, noch nicht. Nee, also ich muss sagen hier, boah, dieses Brot mit dem Cheddar-Käse oder was das war, keine Ahnung. Ui. Konnte man essen. Also war schon, ja, war eigentlich lecker. Das Brot, das hat so süßlich geschmeckt. Vielleicht war das Maisbrot, keine Ahnung. Ah ja, da hat es jetzt, ist es das hier? Ja, das ist jetzt warm. Na, ich würde sagen lauwarm. Ja, schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja, deine brauche ich noch. Ach nee, das ist... Genau. Hier ist noch Käse drin. Ja, das ist ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was das hier ist. Wenn da jetzt Zigaretten drin sind, dann feiere ich das. Das sind keine Zigaretten drin. Hier ist das richtige Tuch zum Saubermachen, denke ich mal. Mehrere Tücher. Ja, hier sind mehrere Tücher drin.
womit man seine Hände sauber machen kann. Oder, ach nee, das ist das Toilettenpapier, wa? Kann das sein? Wenn man jetzt mal groß muss. Ja, das ist Toilettenpapier, oder? Ah, Toilettenpapier oder um seinen Mund sauber zu machen oder weiß ich was. Ah ja, alle klar. Ich frage mich jetzt nur, wenn das hier für die Wasserreinigung ist, ja? Ja. Wo sind denn die Tabletten denn dafür? Die sind da drin. Echt? Ja. Aber wo? Ich sehe hier nur Streichhölzer, die Soße, Zucker, Kaffee. Guck mal, jetzt ist richtig. Ah. Siehst du, wie das aufbläht? Ja, okay. Jetzt ist es genau richtig. Achso, hast du ja nicht an, ne? Doch. Wegdrehst. Ja, das bläht auf jeden Fall auf, so muss es sein. Ne? Das ist kochend heiß, also kannst du ja gerade so halten. Ja, hier ist Salz, hier ist Zucker. Eins von denen ist ein Waterpil drin. Da sind vier Tabletten. Trans. Nee, das ist irgendein Pulver hier. Also ich glaube mal, dass das. Nee, das ist Kaffee. Okay, das ist Kaffee und hier ist 4 Gramm for coffee or tea. Ach, Creamer. Milchpulver oder sowas, denke ich mal. Hier, aber Tabletten sehe ich hier drin. Hier ist nichts drin. Nee, hier fehlen die Tabletten. Hier ist die Trinkschokolade. Und das macht man dann mit kaltem Wasser? Warum machst du denn mit Wasser raus? Was ist da drin? Ja, nee, irgendwie ist jetzt zu viel. Auch noch deine. Ja, warte. Eine Tischpappschale. Ups. Tja. Wasser, da bildet sich rum irgendwas. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich verdursten, weil hier ist die Tüte für die Wasseraufbereitung, ja, aber es fehlen die Tabletten. Die sind bei beiden Tüten nicht dabei, also werden wir verdursten. Gibt es nichts zu trinken. Boah, sind die heiß. Hier, fass mal. Kannst du dir den Rücken reinlegen? Ja. Aber geht. So, machen wir mal auf. Oder auch nicht. Auf die andere Seite. Oder auch nicht. Egal. Noch ein bisschen nachhelfen. Ah, nee, ist offen, ist offen. Gut. Oh ja, das sind jetzt diese Nullen mit Schicken und Gemüse. Gemüse, ja. Mhm. So sieht's aus.
Ja, na dann, hau mal rein. Ja, das machen wir. Na? Ich will den davon nicht wegbrechen. So. Mal kosten. Ich sage, es ist noch kalt. Lauwarm. Lauwarm? Mhm. Na gut, lauwarm ist besser als kalt. Wollte ich sagen. Ja. Und kann man essen? Kann man auf jeden Fall essen. Das Ganze ist super. Fleisch ist bissig. Lass mal kosten. Mmh, lecker. Ja, das schmeckt lecker. Kann man essen. So. Hört man? Ja. Das Kochen tastet scheiße. Echt, meinst du? Ja. Ja. Also, ja, das hat funktioniert jetzt hier, komm, diesmal. Hier, mal her. Hier, man sieht es noch dampfen, denke ich mal. Nee, jetzt nicht mehr. Eben war der Dampf noch da. Doch, da. Ich weiß nicht, ob man den Dampf sieht. Ja, also nur Wasser ran gemacht und durch das chemische Zeug fing das an zu kochen. Genau. So. Jetzt wirkt das hier auch ein bisschen. Oh, ist das schön. Schön warm, ja. Los, komm mal her. Ja. Hey, das kannst du aber so auch als. Ach, bei mir war ja Macaroni mit Tomatensauce, ja. Glaube ich. So, schauen wir mal. Nee, echt, wenn du frierst, dann. So sieht es bei mir aus. Macaroni mit Tomatensauce. Da hat wohl jemand Hunger. So. Willst du Zucker haben? Nee. Ja. Ziemlich süßlich. Und jetzt werde ich. Das ausprobieren, kannst du mal kurz halten? Ja, klar. Hier soll ja eine scharfe Soße sein, ja? Die werde ich jetzt einfach mal probieren. Wo macht man das auf? Ach hier. Ja, du hast über. Ja. Mitten an dir. Das ist mir gerade zu anstrengend. Schnell sauber machen mit den guten Tüchern hier. Kacken müssen wir heute nicht. Sind eh nur ein Tag hier. Also nicht mal ein Tag, nur für ein paar Stunden. So. Warte, ich will erstmal gucken. Oh. Oh, jetzt haben wir so selber so. Und? Scharf? Ja. Aber es geht, aber ja. Trotzdem würde ich da jetzt gerne ein paar Tropfen drin machen wollen. Ja, super. So, reicht. Das ist schon auf den Finger. Nee, nee, nee. Nee, aber die Schärfe geht auch, wo ich es jetzt Pur genommen habe. Hm. Also, geht. So, mal gucken, wie es jetzt schmeckt. Hm, willst du mal kosten? Nee. Warum nicht? Weil ich da jetzt scharfe Soße dran gemacht habe? Nein, ich esse sie nicht. Wie? Ich hab die schon mal probiert. Also. Ich wusste, ich hab die nicht gemocht deshalb. Also. So. Naja, so. Das ist nicht mein Macaronis, die ich mag. Also Tomatensoße, weiß nicht. Also ist, ich finde mehr Pampe als alles andere.
und süßlich, deswegen, ich muss hier noch mehr ranmachen. Jetzt weiß ich, für was die scharfe Soße ist. Weil es schmeckt ganz schön süßlich, habe ich das Gefühl. Okay. So. Hm. Hattest du da noch scharfe Soße? Irgendwie? Oder nee, warte mal. Ich kann ihn noch nee, warte mal, ich glaube, jetzt kommt's. Ja. Also besonders schmeckt es jetzt nicht. Da war deins besser. Ja. Na gut, ich esse erstmal auf. So, und jetzt Mango. Peach, Aprikose und Apfelsoße. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Nach dem Hauptmenü. So. Ja, Smooth. Das ist aber lecker. Sehr lecker. Mmh. 128 Gramm macht 25 Gramm Zucker. Ja, geht. Kann man mit leben. Ja. Das schmeckt. Sieht aus wie Apfelmus. Noch. Ist schon mal nicht schlecht. Also das ist lecker. Was mir gerade so einfällt, ich esse hier eigentlich alles. Wo steht denn das Haltbarkeitsdatum? Wer weiß, wie alt ist das? Oh, warte mal, hier. 2005? Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das noch finden, ob irgendwo Haltbarkeitsdatum ist. So, wir haben jetzt ein Datum gefunden. Also ich denke mal, Januar. Oh, ich muss euch mal vorholen. So wie es aussieht, Januar 19, eventuell hergestellt und hält dann bis 2024. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist. So, also ich würde sagen, also meins hat nicht so geschmeckt, also zumindest das Hauptessen. Das war, also hier diese Macaroni in Tomatensoße, die Tomatensoße, das war mehr so eine Creme, so eine feste Creme. Hat total süß geschmeckt, also ohne die scharfe Soße hätte ich das vielleicht ja nicht runtergekriegt. Die scharfe Soße, naja, es ging. Also mein Ding war nicht und deins? Ja, also ich fand die Nudeln mit Gemüse hat gut gebissen, oh. War gut bissig und man konnte auch der Geschmack, Gemüse sehen. Der Geschmack war auch ganz anders. Ja. Also, also das hat echt geschmeckt. Ja, das hat echt gut geschmeckt, da brauchte man auch keine scharfe Soße. Dann werden wir eben halt verdurstet, weil in den Packungen, in beiden Packungen fehlen die Tabletten für die Wasseraufbereitung. Ja, was haben wir noch? Ach ja, genau, der Mousse, Mango, Pfirsich und Apfel, der war echt lecker. Und du hattest ja, irgendwas mit Himbeere und Himbeere, Kirsche und Erdbeere wahrscheinlich gemixt. Ja. Was gab's denn noch? Ach ja, genau, dann ist jetzt hier noch so ein Schokoladen-Protein-Drink. Ja. Das mache ich jetzt aber nicht, weil mache ich vielleicht später, aber nicht jetzt, weil ich habe jetzt gerade so viel Süßes hinter mir. Also die Nudeln süß, der Mousse süß und
Das ist mir alles viel zu viel süß. So, und dann, ja, satt, also so richtig satt wird man davon nicht. Ja. Und deswegen gibt es heute Abend noch Bockwurst. Also auf Deutsch. Bockwurst mit Brötchen und Senf. Dann wären wir vielleicht noch satt. So, das war jetzt eben halt das Militäressen aus den USA. War mal was anderes. Aber man kann es essen. Also, wie gesagt, wenn man nichts anderes bei hat, gesättigt ist man trotzdem ein bisschen. Ja, bisschen. Ja. Nur verdursten, das ist nicht so gut. Ja, dursten ist scheit. Ja. So, dann werden wir mal ein bisschen weiter angeln. Und dann haben wir uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, Angeln mit Gusa. Tschüss. Mama, pass auf. Mal sehen, ob wir den kriegen. Da zum Beispiel, da ist so ein Punkt vom Krater, da, ja. Und hier unten auch. Jetzt wird es langsam klar. Ja, jetzt wird es auch wieder so. Jetzt ist es auch alles. Voll warm ist der. Ja. Ein Fisch. Doch noch eine große Brasse. Ich habe erst gedacht, ich hänge irgendwo fest. Hm. Ja, jetzt.